Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Yay! Eine richtig fixe Drehung hier gemacht. Geil. So, ja, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Hatten noch ein paar Steaks hier in den Ofen geschmissen. Steaks, lecker. Und da brutzeln genug. Warte mal, können wir die ja ein bisschen aufteilen. Oh, passt ja. Die können jetzt erstmal vor sich hin brutzeln. Wir haben auf jeden Fall wieder was zu Mumphy, Essie. Feini, Tolli, super. Was rede ich hier für ein Blödsinn? Okay. Hat auch noch ein paar Möhren. Wir hatten ja ein bisschen an unserer Farm. Warum mache ich jetzt, wenn die Minecraft-Musik läuft? Das ist ja Quatsch. So. Hatten auch noch ein bisschen an unserer Farm hier geerntet und wollen jetzt die Kiste ausräumen. Darum haben wir so viele Möhren im Inventar. Das kann aber auch was Gutes sein, denn wir können gleich mal bei den Hasen vorbeigucken. Und denen ein paar Möhren in den Rachen schmeißen. Da freuen die sich bestimmt drüber. Außerdem wollen wir noch aus dem. Da ist schon wieder irgendwo einer gestorben. Ein Hase. Nee, außerdem wollen wir ja noch aus dem Dschungelbiom noch ein paar Katzen rüberholen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, ob das geht, wie wir das machen. Und. Oh, Stückchen Hase. Oh, ein Stückchen mehr Hase. Ich denke, die müssen wir auch regelmäßig füttern, die Hasen, weil sonst bleiben hier einfach tote Hasen überall in der Landschaft liegen. Wah! So, jetzt haben wir hier mal ein kurzes, wie so ein guter alter pixeliger Bildschirmschoner mit lauter lustigen Sachen. So. So, habt ihr jetzt alle? So, laufen wir hier nochmal durch. Interessant, jetzt sind die gar nicht so paarungswillig. Doch, jetzt kommen sie alle an. Ah! 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 Jetzt haben sich alle gepaart. Jetzt sind sie alle wieder happelig. Das sieht bestimmt voll lustig aus, wenn man sich das von außen anguckt. Warte mal, jetzt können wir ja eigentlich auch. Wah! 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 Überschüttet mich nicht mit eurer Liebe! Hilfe! 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 Sieht bestimmt auch so lustig aus. Hilfe! Voll das Thumbnail. Hilfe! Cool. Thumbnail! So, haben wir jetzt alle Hasen was zu fressen gekriegt? So. Plonk, plonk, plonk. So, habt euch alle lieb und gebt mir die gute Erfahrung. 23. Wir wollten ja eigentlich auch nochmal das Dingsriech machen, ne? Also, habt ihr euch auch alle ganz doll lieb? Jawohl. So viele schöne Hasen hier überall. Und ein paar Möhren ab in das Ding hinein. So. Können wir auch gleich mal die Schafe vermehren, wenn wir einmal dabei sind. Heute mal hier Tierpflegefolge. Tierpflegerboy. So. Da haben wir zum Beispiel ein Schaf, das da du und das und du und das und das und du und du und die und da und der und. Du bist allein. Es tut mir leid. So. So viele bunte Schafe haben wir. Wir haben hoffentlich orangene Schafe, stelle ich gerade fest. Moment, hä? Wollt ihr euch nicht lieb haben? Ja, du freust dich, ich weiß. Hä? Was mit dem da? Sucht und findet euch. Jawohl. Noch ein orangenes Schaf. Na toll, noch mehr orangene Schafe. Wenn wir eins brauchen, dann sind es noch mehr orangene Schafe. Gut, nee, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen Schafnachwuchs. Wie wir die färben, das ist ja erstmal dann egal. So. Mime mamumu. So, machen wir wieder ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Kaninchen, ein bisschen Leder. So, was macht man heute hier? Wie sieht's denn mit unserer Ausrüstung aus? Eigentlich ganz okay. Ganz okay. Warum betone ich das extra so? Ich weiß es nicht, weil es ganz okay ist. So. Wie kriegen wir die Katzen jetzt hier rein? Können wir die mit über den Teleporter hierher holen? Ich weiß gar nicht, geht das? Können wir die Katzen einfach ran teleportieren? Müsste eigentlich gehen, oder? Wenn wir die auf Folgen setzen und dann hierher bringen, müsste das doch eigentlich gehen.
Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir von da, wo wir sind, uns irgendwie den erschwerlichen Weg nach, oh Gott, nach hierher zurückbringen, nur um Katzen. Boah, naja, gut, egal. Umpa Lumpa, Mambo Jumbo, hui, pup. Hallo, hallo Katze. Miau. So, da sind wir wieder. Im Dschungel, im Jita-Dschungel. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Ha, hier sind lauter weiße Schafe. Hallo, weiße Schafe. Hallo, Schweinchen. Und hallo, ihr ganzen Miezekatzen. Na komm, wenn wir einmal hier sind, ne? Können wir eigentlich auch gleich ein paar Kürbisse mitnehmen. So. Dö-dö-dö-dö. Miau, miau, miau. So viele Miezekatzen. Aber ich würde ja gerne die zwei mitnehmen, weil dann haben wir die Chance auf jede Art von Miezekatze. Ja, selber miau. Ist da noch was drin? Nein. Cookies sind da noch. Du kommst mal mit und du kommst mal auch mit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ihr teleportiert euch ja sowieso mir hinterher, also von daher eh egal. Hui. So, dann gehen wir diese wunderschöne Straße hier entlang, die wir da gebaut haben. Wilde Katzen sind hier nicht gerade unterwegs. Nee, ne? Nee. So. Du, 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 du. In und her, durch die Tempel. Schon fast labyrinthisch. So, wir teleportieren uns einfach mal. Mal gucken, ob die Katzen mitkommen. Hui! Plupp. Oder ob die jetzt verschwinden. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich habe das Gefühl, die Katzen teleportieren sich nicht mit. Oder? Dann müssen wir die Katzen ja irgendwie so rüberbringen. Du bist die Miezekatze, du freust dich auch ganz doll. Ja, das sehe ich. Das Schwänzchen ist in der Luft. Wo sind die anderen? Sitzen die jetzt noch da rum, oder? Wo sind die hin? Oder sitzen die noch in der Butze? Ich will jetzt hier nicht Katzen verschwinden lassen. Ich will jetzt hier nicht, ne? Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Ja, die sitzen noch hier. Ist ja toll. Wie macht man das jetzt? Komm mal ran hier. Hier ran. Los. Oder macht was Produktives. Ja, schnurre, schnurre, schnurre. Nicht auf den Ding rumsitzen. Ach, ihr blöden Miezekatzen. Folgt mir jetzt. Die machen, was sie wollen, ne? Die Katzen machen einfach, was sie wollen. Und hier die Dschungelbäume sind immer noch nicht gewachsen. Die werden wahrscheinlich auch nie wachsen. Wenn ich jetzt die Katzen, warte mal, ich guck mal, ob ich die Katzen vielleicht hier nach weggedreckt bekomme. Müssten sich ja eigentlich zu mir ran teleportieren, oder? Wenn die nicht gerade auf irgendwelchen Kisten rumsitzen. Das muss ich mal ausprobieren hier. Ich habe so das Gefühl, die Katzen machen einfach, was sie wollen. Wow. Die interessiert das ein Scheißdreck, was ich hier mache. Wow. Widerspenstiges Getier. Das ist die vor allen Dingen auf den Kisten hier rum. Machen Unfug und hören nicht auf mich. So. Sitz. Nicht auf der Kiste. So. Und du? Runter von der Kiste. Sitz. Sitz. Sitzt du jetzt? So, ich lege mir erstmal eine Runde pennen. Dann gucke ich mal, wie es mit den Katzen weitergeht. Da, die Viecher machen mich verrückt. Wir müssen ja bloß zwei Katzen rüber schaffen. Mehr ist es ja nicht, ne? So und du. Habt euch lieb. So. Miets.
Alles klar. So, dann versuche ich euch drei jetzt nochmal hier rüber zu bringen. Folgt mir jetzt gefälligst. Aha. So wird schon eher ein Schuh draus. Ja? Ja? Na komm. Ja, komm mit. Oh, jetzt teleportieren sie sich auch. Aha. Ihr wisst schon, wo ihr hin wollt, hä? So. Mitgekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Wenn wir jetzt hier... uns teleportieren. Kommen die dann mit oder bleiben die dann da? Also, ich sehe keine Katze. Gut, das ist wahrscheinlich dann die Aussage. Nö, wenn du dich teleportierst, passiert nichts. Die Katzen machen eh, was sie wollen. Ja, die Frage ist, ja, die eine Katze würde sich zu uns ran teleportieren, wenn sie auswächst. Allerdings... Achso, das ist der kleine kopflose Willi, der da Krach macht. Was ist los, Willi? Brauchst du Aufmerksamkeit? What? What? Was war das? Hast du mir gerade hier ein paar Widerworte gegeben? Hä? Willi, pass auf, du. Ja, ja, ja. Ich rede mit dir, Fräulein. So. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann die Katzen so nach Hause bringen. Auch möglich. Ist bloß ein bisschen, hat bloß ein bisschen was mit Weg zu tun. Könnten wir aber packen. Ich würde einfach mal sagen, mach mal. Wir werden uns dann einfach nach Kompassnadel richten und so eine kleine Heimreise begehen, also oder anstreben. Dazu würde ich allerdings gerne noch ein paar Sachen machen. Sowas brauche ich, dann brauche ich sowas. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Theoretisch sollte das reichen. So. So. Und das wird nicht, da müssen wir hier mitarbeiten. So und so. Eine Endertruhe, die nehmen wir nämlich mit, weil man weiß ja nie. Das kommt hier erstmal wieder rein. Das Schwert, das tun wir hier wieder rein. Das Plünderungsschwert, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann werden wir gleich noch ein bisschen was an Ausrüstung investieren, denn ne, wir haben ja so viele Level. Die Katzen kommen ja hier nicht an, das bedeutet, wir müssen uns zurück teleportieren, die Katzen abholen und dann hier nach Hause bringen. Ich will jetzt hier Katzen haben, verflixt nach 1. Aber vorher investieren wir kurz noch die paar Level, die wir haben. Wir brauchen auch noch ein bisschen was zu essen. Ja, Willi, ich weiß, du hast auch Hunger. So. Zack. Und zack, Haltbarkeit, 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 Schutz, Schutz. So, passt. Okay, zack. Klatschen wir ein bisschen Haltbarkeit noch drauf. Dann haben wir hier Haltbarkeit 3 schon mal auf der Schutzplatte. Das ist schon mal was Feines. Das geht schon mal voll klar. Und Haltbarkeit... Schutz, Schutz, Schutz. Wir können noch gucken, dass wir vielleicht ein oder zwei Schutzdinger kombinieren von den restlichen Leveln, die wir hier haben. Wie viel haben wir denn da noch? 5. Müsste ja reichen, oder? Ja, um aus Schutz 2 und 2 Schutz 3 zu machen. Brauchen ja nur Schutz 4 da. Und dann haben wir nämlich alle Level aufgebraucht. Perfekt. Perfekt. So. Habe ich hier gerade noch einen anderen Zombie gehört? Hallo. Hallo. Kein Zombie. Okay. Nur der Willi. Na gut. So, dann wird es, denke ich mal, Zeit, die Nahrungsvorräte aufzustocken und uns dann zurück zum Dschungel zu begeben, um uns dann wieder zurück hierher zu begeben. Was zur Hölle? Ich denke, das sollte an Nahrung erstmal reichen. Da haben wir einen guten Vorrat. So, let's do this. Halt, was ich noch machen möchte, man weiß ja nie. Ja, wir nehmen noch ein bisschen Fisch und schmeißen den Fisch auf den Tisch. Ich möchte hier noch ein bisschen Fisch in die Truhe tun, falls wir unterwegs Fisch brauchen oder so. Keine Ahnung.
Man weiß ja nie. So, gut. Haben wir alles erledigt. Und dann kann es ja losgehen. Auf zum Tempel. Wir wollen den Tempel sehen. Wir wollen den Tempel sehen. So. Hüpfi, hüpfi, hüpf. Los geht's. Warum haben wir schon wieder zwei Level? Wollen wir zwei Level, ja? Keine Ahnung. Plopp. Teleport. Miau. Selber miau. So, ob die Katzen uns jetzt wieder folgen oder ob die immer noch da sitzen. Es klang nach mehreren Katzen. Wir gucken mal schnell nach. Huch. Und da kommen die Teleportkatzen an, teleportiert. Folgt ihr uns jetzt noch? Okay, du folgst mir. Folgst du andere mir, Katze mir auch? Ich hoffe ja. So, das bedeutet erstmal, es wird nämlich gleich dunkel werden. Habe ich dir das Gefühl? Ja, wir wollen ja nicht im Dunkeln losziehen. Miau, miau. Oh, hier haben wir die Tür offen gelassen. Sperrangelweit offen. Na ja, gut. Können nur nachts schlafen. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Das bedeutet, ich werde jetzt noch mal gucken, was wir hier so schönes haben. Dinge, die wir vielleicht gleich mitnehmen können auf unserer Expedition. Haben wir genug? Haben wir? Das brauchen wir nicht. Keine Ahnung. Kohleblöcke, ja, obwohl die können wir ja auch gut gebrauchen. Die Pferderüstung, warum nicht? Das Buch nehmen wir mal mit. Die können wir eigentlich auch zu Hause gebrauchen, ne? Da haben wir auch ein bisschen was kaputt gemacht. Aber ansonsten können wir da nicht so viel jetzt gebrauchen. Wie spät ist denn das? Jetzt zu gucken, ich dachte gerade, es wird dunkel, aber es scheint noch hellichter Tag zu sein. Na gut, haben wir Wolle. Ja, da können wir uns vielleicht ein bisschen vorbereiten. Ein bisschen Wolle mitnehmen. So. Und Holz haben wir auch. Sehr gut. Truppenholz. Ja, oder nehmen wir noch so ein Stack mit Holz. Man weiß ja nie. So. Und würde ich sagen, können wir die Expedition ja schon starten. In Richtung Kompassnadel. Dann gehen wir aber nicht den Weg, sondern den langen drumherum. Hallo Schweinchen. So. Hier über die Klippe springen. Hui. Weiß nicht, teleportieren sich die Katzen jetzt eigentlich mit? Hab ich da gerade ein Skelett gehört? Wo sind die Katzen jetzt eigentlich? Die kommen gar nicht mit, ne? Die sitzen lieber auf der Truhe rum. Blöden Katzen. Ach. Hallo. Miete Katzen. Hallo? Hört ihr mal auf der blöden Truhe rumzusitzen? Folgt mir lieber. Okay, eine habe ich schon mal gekriegt. Eine konnte ich einfangen. Komm jetzt mit. Kommst du jetzt mit? Nee, ich bin eine Mietzekatze. Ich sitze lieber auf der Truhe rum. Boah. Runter. Nein. Sitz. So. Machen wir hier erstmal die Wand wieder dicht. So, du kommst jetzt mit. Komm. Komm, Mietz, 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 Mietz. Nicht da über nicht das Feld kaputt hüpfen. Die andere, die ist ein bisschen widerspenstig, ne? Die macht das nicht. Ach Mann, diese Katzen, die machen mich verrückt. Ja, das ist die Folge schon wieder fast vorbei. Kommst du jetzt mal? Achso, dich habe ich hier hingesetzt, oder? Kann das sein? Okay, eine Katze läuft schon mal mit. Die andere, die sträubt sich einfach hardcore. Ach, seitdem wir die von der Truhe runtergescheucht haben. So, kommst du jetzt mit? Hallo? Katze! Schieb dich auch so raus, mir ist das egal. Geht nicht. Ah! So. Katzen aus dem Haus rausschieben, das ist der Wahnsinn. So,
Wo sind jetzt die andere wieder hin? Ach, diese Katzen hier. Jetzt ist sie hier drin. Mach ich da runter? Was? Boah. Ich leg mich erstmal eine Runde pennen hier. Da! Diese Katzen. Da schreibe ich erstmal weh. Weh. Ah. So, jetzt. Runter mit dir. Runter. Nein. Nein, nicht auf die Druck. Nein, nein. Sitz. Sitz. So. Raus. Nein, raus. Raus, Katze. So. Ach, meine Güte. Ja. Ach, verflixt noch eins. So, jetzt haben wir hier zwei Katzen. Mal gucken, wie es mit denen weitergeht. Folgt ihr mir jetzt? Beide? Das wäre ja zu fantastisch, wenn ihr hier mir jetzt beide folgen würdet. Ich glaube, die eine folgt mir nicht. Die macht einfach wieder, was sie will. Ja, hurra. Katze, du mir folgen. Los. Komm jetzt. Guck mich einfach bloß doof an. Na gut, wir werden sehen, wie es mit den Katzen weitergeht in der nächsten Folge. In dieser Folge sind sie halt ein bisschen widerspenstig. Ja, also nicht alle Tiere lieben uns, so wie es mir scheint. Vor allem die schwarze Katze, die ist da so ein bisschen... Finden wir vielleicht auch noch einen schönen Namen für die. Und wie es dann weitergeht und wie wir die Katzen nach Hause bringen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Minecraft. Also morgen. Und bis dahin... What? Wie? Hä? 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 Gut. Bis dahin bin ich noch ein bisschen verwirrt und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao. Ihr könnt ja mal ein bisschen spekulieren in den Kommentaren, warum wir jetzt geportet wurden. Ich habe eine Theorie. Verrate ich euch beim nächsten Mal. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao. So, jetzt aber.